und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch den Renault Premium von Shumi aus dem SDS-Forum geupdatet für die Version 1.3.7, nämlich F-Mod Ready und Open Window. Was ist alles mit dabei? Gucken wir uns an. Gehen wir mal zum normalen Roof. Mal schauen, was hier noch so mit dabei ist. Ich habe noch ein Spoilerchen. Dann haben wir hier noch versteckt die Rundumleuchten vom Heavy DLC und Interieurlicht. Ne? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Mehr Spoiler gibt es dann hier nicht. Ne? Das ist dann hier einfach so dieser einzelne Spoiler. Und beim High Roof, da sieht es dann ein bisschen anders aus. Dazu kommen wir jetzt. Und die ganzen Fahrwerke gibt es dann auch für den normalen Roof. Ne? Wollen wir nicht doppelt durchkauen, macht auch keinen Sinn. So, wir haben hier die 4x2 mit Ersatzschlappen, die 4x2 mit fetten Tank, dann so mit ein bisschen Tank und dann halt die anderen ganzen Chassis-Varianten, wo ich jetzt hier nicht extra drauf eingehen möchte. Wir nehmen die Fernfahrer-Hütte hier mit enorm Tankvolumen, denn wir wollen on the road. So, 460 PS, das beißt sich wieder mit on the road beim nächsten Berg bei, weiß ich nicht, 23 Tonnen Hühnerfleisch ist dann in dem Gelände, aber das ist jetzt mal egal. So, dann Interieur gibt es hier natürlich unser Standard Premium Interieur, auch Automatik, klar. Dann auch in Black oder in Dark, auch Automatik natürlich. Dann in, das ist UK Version, hier nochmal in Black, noch in Dark. Dann hier das Racing, genau. Und ich glaube bei einem Dark One ist das Racing gefällt mir jetzt hier nicht so ganz. Aber okay, das ist Geschmackssache, könnt ihr euch dann selber raussuchen. Wir haben Skins mit dabei. Richtig. Einen Premium Renault Select Skin. Mietz, 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 Mietz. Dann haben wir den AKW Skin. Dann Zewa Logistik, Daxa, Immuns Group, Verkamen, Fiege Logistik, Freier, Kühnagel, Lockwin. Wie man nicht alles kennt, kennt man alle. Haben alle schon gesehen. Premium Raben. Hier dann das passende Euro 5. Skin, Schenker und was nicht alles noch so dazugehört. Gibt es dann auch noch die mit der jeweiligen PS-Zahl. Müsst ihr euch dann hier das richtige raussuchen. Ich werde heute mal den 460 Skin nehmen, den hier. Den hatte ich nämlich noch nie. Genau, dann kann man hier nichts. Das bleibt so. Dann kommen wir jetzt nochmal zu den Amber Parts. Also Spoiler ist hier natürlich mit enthalten. Logisch. Dann haben wir die Rundumleuchten. Lasse ich jetzt hier mal weg. Und Interieurlicht rot. Slots ist auch klar, brauche ich nichts dazu erwähnen. Dann nehmen wir jetzt hier mal ganz klar. Ich gucke mal, was ich hier vorne hinpflastern kann. Sieht vielleicht ein bisschen doof aus, aber ich teste es jetzt mal. Ich mache jetzt hier einfach ein paar Slots hin und dann ist gut. Ein paar so kleine Lämpchen. Sieht dann bestimmt ganz schick aus. Dann kommen wir zu den Rundumleuchten. Wo sind sie denn? Rundumleuchten sage ich schon jetzt. Die Tröden. Wir wollen es schön tröderig haben, weil hier ein Lammbügel lasse ich jetzt mal weg. Das sind die Originalen für den SCS. Brauchen wir jetzt hier nicht, ne? So, Original, dann haben wir hier das Racing noch und das andere ganze Gedöns kennen wir ja auch schon. So, dann lackiert, Plastik, Kunststoff, wie ihr das wollt. Dann hier noch der Spiegel, dann noch Optimum Renault, lasse ich weg wegen dem Skin. Dann haben wir das lackiert, das ist nicht lackiert, das ist also so helles Kunststoff, wir nehmen das dunkle Kunststoff. Und dann können wir hier noch ein paar Lampen anbauen, das machen wir jetzt hier auch. Wir lassen den Premium ein bisschen erstrahlen. Im Plastilook. Dann haben wir die ganzen Frontschutzbügel, auch original SDS, gehe ich nicht drauf ein. Tagfahrlicht, Spiegel haben wir hier hell und dunkel. Ich mag die dunkel natürlich lieber, logisch. Plaste, Stoßstange, hier mit so einer kleinen Lippe unten dran. Gibt es dann hier den Unterschied zwischen 2 und 3? 2 und 4? Ich habe keinen blassen Schimmer. Hier noch was? Nee, nein. Ich habe keine Ahnung, wo der Unterschied zwischen 2 und 4 Kunststoffstangen ist. Egal. Wir nehmen Kunststoff lackiert, dann 2, 3, 4, 2, 2 lackiert oder 4. Ja, das lassen wir jetzt einmal so, was wurscht ist. Tag vielleicht haben wir gemacht. Dann gehen wir hier hin zu unserem Renault. Bin ich vorbei? Da ist es, Renault. Stoßstangenhalterung. Stoßstangenhalterung, Kennzeichenhalterung. Dann unsere Kühlergrill lassen wir mal und dann hier natürlich. Haben wir dann noch Schmutzlappen und dann sieht es so ganz fresh aus. Eure 5 ist klar. Dann hier die Trittbretter, lassen wir auch mal so. Dann hier die Unterlegkeile sind immer wichtig. Farbe und bunt, na, ist klar, wollte ich nicht erwähnen. Tank, nämlich schwarz. Ich finde das nämlich in schwarz so affengeil. Da kriege ich Latte, kriege ich Start. Das ist geil. So, dann lasse ich aber weg hier, denn ich habe hier Seitenpositionsleuchten.
Wir sparen uns die Kohlen, wir brauchen keine Seitenverkleidung, denn guck mal, was das Geld kostet. Brauchen wir nicht. Zur Verkleidung lasse ich weg. Und hier noch ein bisschen, ein paar Schmutzlappen hinten. So, dann gehen wir mal ins Interieur. Das machen wir jetzt hier mal. Zack. Hier oben haben wir dann noch CB-Funk, ist klar, kann man gut gebrauchen. Stopp. Dann haben wir hier ein bisschen Kabinengedöns und so. Wie auch schon immer bekannt, hier mit dem passenden Renault-Logo. Zack. Dann hier auch noch ein bisschen Kabinen-DLC, brauche ich nicht drauf eingehen. Das wissen wir, das kennen wir, brauchen wir nicht. Ich würde mir hier ein bisschen mehr Slots wünschen, ist ja vielleicht mal ganz fresh. Aber naja, gut. So, ein bisschen was zum Lesen, ein bisschen was zum Anziehen und dann bin ich eigentlich hier soweit schon zufrieden. Lenkrad noch. Zack. Gibt es ja auch in verschiedenen Varianten. Und passt. Navi ist wichtig, brauchen wir, denn ohne Navi sieht es ja schlecht aus im Spechthaus, denn hier gibt es nämlich keins. Und deshalb bitte hier Navi auswählen. Genau, und dann glaube ich, sind wir schon durch. Wir sind jetzt hier im Interieur. Wir gucken uns mal kurz das Dashboard an. Hier alles beim Alten und sieht auch ganz cool aus. Level korrekt. Alles da, was man so braucht hier im Premium. Alles original. Und dann Schlüssel. Ach nee, Moment. Scheibe ist wichtig. Wir wollen ja gucken, ob das hier alles kompatibel ist, ob das alles läuft. Und wie ihr hier sehen könnt, das läuft auch Scheibe hier hoch und runter. Open Window ist ready. Schöne Geschichte, passt. Ich werde mich jetzt auch angewöhnen, wenn ich irgendwie mal rückwärts fahre an die Rampe oder irgendwie sowas, immer mal die Scheibe runterlassen und dann den Kopf nach außen strecken. Ne? Das muss man ein bisschen ja so angewöhnen wie im Original. Wenn wir jetzt das schon haben, dann wollen wir das auch nutzen, logisch. So, ansonsten sehr schöner Premium. Ich finde den ja nach wie vor gar nicht so schlecht. Viele sagen, ich finde ihn irgendwie cool. Ich weiß auch nicht warum, aber nach dem Magnum war das halt einfach mal was anderes. Ne? Ich weiß nicht. Deshalb finde ich den eigentlich gar nicht so ohne. Man sieht ihn zwar ganz selten nur noch, aber ich finde ihn cool. Kommen wir zu unserem Lichttest, wie immer halt. Ne? Ich brauche mir diese Lichttests. Positionslicht. Tagfahrlicht haben wir unten, ist klar. Standlicht. Abblendlicht, dann geht dann auch das Tagfahrlicht aus. Ne? Dann haben wir hier unser Fernlicht. Zum Interieurlicht kommen wir gleich. Sieht also ganz gut aus hier. Ich finde schade, dass hier dieser Arbeitsscheinwerfer nicht funktioniert, weil der leuchtet nämlich nicht weiß. Finde ich ein bisschen schade, aber okay. Vielleicht wird es irgendwann noch überarbeitet oder keine Ahnung. Genau, so dann hier im Interieur haben wir auch natürlich Interieurlicht. Moment, wo ist es? Da ist es. Jetzt fängt es an zu leuchten. Da habt ihr dann hier einmal diese ja, Diode oder Lampe, nennt wie ihr es wollt. Dass dann dir das alles so rot zaubert. In verschiedenen Farben natürlich, könnt ihr euch aussuchen. Ich mach's mal wieder aus. Und tschack, aus ist es. Genau. Ja, ich weiß, mit dem Premium ist kein Zuckerschlecken. Vor allem, wenn man Stahlträger geladen hat oder so Stahlrohre. Da muss man halt mal die Arschbacken zusammenkneifen. Das hilft nun mal nicht. Ne? Und dann könnt ihr hier auch mit dem Premium mal so Stahlrohre oder so fahren. Ne? Hilft halt nun mal nicht. Man kann nicht immer nur Scania fahren. Man muss auch mal hier ein Premium fahren, wenn man ein richtiger Trucker sein will. Man fängt immer klein an, meistens als Bierlasterfahrer. Und dann tingelt man sich hoch und wird dann irgendwann zum Hardcore-Trucker. So, das nochmal so zum Eingang. So kommen wir zum Fazit. Das Wichtigste hier ist natürlich F-Mod ready sowie Open Window. Das funktioniert hier wie erste Sahne. Und ansonsten habe ich keinen Plan, was er hier noch alles gemacht hat, weil er schreibt es immer nicht so ganz so rein. Das finde ich immer nicht so toll. Aber egal, die Kiste läuft. Wir haben Skins, wir haben Kabinen-DLC, wir haben alles, was man braucht. Wir haben Interieurlicht. Da oben ist übrigens diese rote Lampe, die dann leuchtet, wenn es dunkel ist. Und ansonsten sieht das alles hier ganz fresh aus. Ja, genau. Sonst gibt es hier nicht mehr hinzuzufügen. Habt ihr soweit alles gesehen? Wer es nicht gesehen hat, zurückspulen und nochmal angucken. Gut, ansonsten, falls Fragen sind, einfach kommentieren, entweder hier oder im SDS-Forum. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Renault Premium. Einfach mal runterladen und eine Runde fahren. Macht doch einfach mal jetzt hier. Los jetzt. Ab jetzt. Scania in die Garage und mal ein Premium fahren. Das hat auch mal was für sich. Ne? Und dann wünsche ich viel Spaß mit dem Premium. In diesem Sinn, macht's gut, bis bald und ciao.